Hi, hier ist Norman. Für meine Sprossen mixe ich mir gerne ein leckeres Dressing aus vollständigen Lebensmitteln. Als Salzersatz eignen sich Algen wie zum Beispiel Dulse, Wakame, Nori oder Meeresspaghetti. Die Algen sollten vorher eingeweicht werden und dann noch einmal in einem Sieb durchgespült werden, um das schädliche Meersalz zu entfernen. Als Basis eignen sich auch immer Karotten, die auch noch etwas süßlich schmecken, oder anderes Wurzelgemüse. Auch süß schmecken getrocknete Stevia-Blätter. Und Stevia enthält keinen Zucker und ist somit ein ideales Süßungsmittel. Für die cremige Konsistenz eignen sich Fettfrüchte, Nüsse oder Samen. Samen weiche ich immer vorher ein, um Hemmstoffe abzubauen. Hier habe ich eingeweichte Kerne von Wassermelonen und eingeweichte Leinsamen. Leinsamen enthalten auch besonders viel Omega-3-Fettsäuren, die wir benötigen. Weil ich es gerne scharf mag, gebe ich auch noch scharfe Sprossen dazu, wie zum Beispiel Rettichsprossen. Auch scharf schmeckt Ingwer, Knoblauch, Pfeffer oder gemahlene Chilis in dem Cayenne-Pfeffer. Auch ein tolles Gewürz sind die Tonkabohnen. Sie schmecken ähnlich wie Vanille. Aber dafür sind die Tonkabohnen nicht ganz so teuer wie Vanille. Aber noch teurer als Vanille ist Safran. Safran riecht jetzt schon sehr intensiv und es reichen wirklich ganz wenige kleine Fäden aus, um den Geschmack zu verfeinern. Safran färbt auch alles schnell gelb. Damit der Mixer überhaupt mixen kann, verwende ich hier noch eine Trinkkokosnuss. Also das Wasser sorgt dann dafür, dass der Mixer überhaupt mixen kann. Außerdem können wir auch noch das Kokosfleisch dazugeben. Und das ist natürlich auch wesentlich gesünder als zum Beispiel isoliertes Kokosöl, was ich eher als Hautcreme bei trockener Haut verwende und weniger als Nahrungsmittel. Wassermelonenkerne bleiben auch hart nach dem Einweichen und deshalb zerkleinere ich sie in meinem Hochleistungsmixer zu einem Dressing. Als erstes öffne ich die Kokosnuss. Eine Kokosnuss hat immer ein Loch, was sich ganz leicht öffnen lässt. Hier habe ich einen Trinkhalm aus Edelstahl und damit kann ich die Kokosnuss ganz leicht öffnen. Auf der Seite habe ich jetzt ein Loch. Und auf der anderen Seite gibt es ja schon ein vorgefertigtes Loch, was wir dann auch ganz leicht öffnen können. Und schon fließt das Wasser ideal ab. Um an das Kokosnussfleisch zu gelangen, müssen wir nur einmal entlang des Äquators schlagen. Dafür benötigen wir auch nicht viel Kraft. Die Kokosnuss ist schon etwas älter und hat daher sehr dickes und festes Kokosnussfleisch. Das harte Kokosfleisch lässt sich schlecht auslöffeln, aber es lässt sich mit einem Messer am Rand heraushebeln. Das Kokosnussfleisch mixe ich mit viel Wasser zu Kokosnussmilch und dazu gebe ich noch leckere Gewürze wie zum Beispiel Zimt, Stevia, Safran oder Trockenfrüchte. Trockenfrüchte verdünne ich sowieso immer mit viel Wasser, da sie sehr konzentriert viel Zucker enthalten. Hier habe ich einen Beerenmix, Aprikosen und Mangos. Der Mix ist auch weniger ein Getränk, sondern eher eine Art Pudding.